Also ich habe heute auf Twitter ein Buch gefunden und die Beschreibung muss ich euch einfach mal vorlesen. Die Welt der Magie ist vom Untergang bedroht. Schon wieder! Doch Ambos Schwurbelwald, der Direx der geheimnisvollen Zaubererakademie, hochwärts, Weißrat. Der Junge mit dem Blitz auf der Stirn muss her. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände landet stattdessen jedoch der völlig ahnungslose Heinrich Töpfer in Hochwärts. Das allein wäre ja nicht das Schlimmste, wenn er denn wenigstens zaubern könnte. So schlägt sich Heinrich mit Hilfe seiner Freunde Rum und Lermine mehr schlecht als recht in einer ihm unbekannten Welt durch und hat keine Ahnung, wie er wieder nach Hause kommen soll. Gerade als er einen Weg zurückgefunden zu haben scheint, geschehen merkwürdige Dinge in Hochwärts und Heinrich fragt sich, ob er seine Freunde in dieser Situation im Stich lassen darf. Wer ist in den verbotenen Versorgungstrakt des Schlosses eingebrochen? Und was hat es mit der geheimnisvollen Jubelkugel auf sich, die dort verborgen liegt? Weiß der greise Rektor Schwurbelbart mehr, als er zugeben will? Welche Rolle spielen die Schwillerins, die Heinrich von Anfang an durch ihr eigenartiges Verhalten aufgefallen sind? Oder steckt hinter allem vielleicht doch der fiese Zauberer Walmart, besser bekannt als, wie heißt er noch gleich? Ja, und das Buch, von dem ich euch gerade die Beschreibung vorgelesen habe, das ist natürlich Heinrich Töpfer und die Jubelkugel. Ja, das wollte ich einfach einmal kurz gesagt haben.